If you're in the slaughterhouse, sometimes stop to call. Erste Nummer. Mein Mädchen war mal auf der Documenta in Kassel und da gab es ein großes Kunstwerk einer Künstlerin, die hatte nur diesen Satz auf einem großen Kunstwerk stehen und der hieß Sometimes a person never comes back. Und das hat sie sich zu Hause hingehängt und immer tags, wenn ich da drauf geguckt habe, habe ich gedacht, was für ein krasser Satz. Was bedeutet das? Wo kommt der her? Wo geht der hin? Und dann habe ich angefangen, einen Song darüber zu schreiben, den Kai dann textlich quasi vollendet hat als Geschichte, dass sometimes eine Person niemals zurückkommt. Und den haben wir uns gepickt als erste Nummer und mit Vincent dann auf rechts gezogen. Bombennummer. Genau, so sehe ich das auch. Ich glaube, wir kennen alle irgendwo in unserem Leben Menschen, die irgendwann mal irgendwo hingegangen sind und nicht wiederkamen. Entweder wollten sie nur Zigaretten holen und haben dann die Frau verlassen oder irgendjemand ist gestorben, den man sehr mochte. Und im Endeffekt handelt eigentlich der Text davon.